Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw kam es am Mittwoch kurz nach 4.30 Uhr auf der BAB 72. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer war auf einen vor ihm fahrenden polnischen Gefahrguttransporter DAF aufgefahren. Der Unfall passierte ca. 1 Kilometer vor der Anschlussstelle Zwickau West in Richtung Hof. Und die Unfallstelle musste dann von ca. 5 Uhr bis 7.15 Uhr vollgesperrt werden, da natürlich die Fahrzeuge geborgen werden mussten. Des Weiteren waren Betriebsmittel ausgelaufen, sodass auch die Fahrbahn gereinigt wurde. Dann ab ca. 7.15 Uhr wurde einspurig vorbeigeleitet und ab ungefähr 8 Uhr war dann die Unfallstelle wieder frei. Bei dem Unfall wurde die Motorwanne des Mercedes beschädigt und es liefen größere Mengen Öl aus. Glücklicherweise blieb der Gefahrgutbehälter mit ca. 21 Tonnen Propangas unbeschädigt. Dennoch mussten die Einsatzkräfte mit höchsten Sicherheitsmaßnahmen vorgehen. Das Technische Hilfswerk sowohl als auch die DEKRA waren vor Ort und haben natürlich dort bei der Beräumung und Bergung unterstützt. Und die DEKRA hat natürlich dort das Fahrzeug in Augenschein genommen, damit man sagen konnte, ob wirklich auch das geladene Gut nicht in irgendeiner Art und Weise dann noch Beschädigungen hervorrufen kann. Personen wurden bei dem Crash nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 85.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Eins stand jedoch fest. Man kann hier natürlich vermuten, dass wohl der Alkoholpegel des Lkw-Fahrers, der auf den Gefahrguttransporter auffuhr, eine Rolle mitspielt. Dort wurde nämlich bei dem 51-Jährigen ein Atemalkoholwert von 0,44 Promille gemessen. Auch wenn hoher Sachschaden entstand, hätte dieser Unfall weitaus schlimmer enden können.